Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise einem neuen alten Let's Play. Ja, wir sind nämlich mittendrin im Spiel und zwar bei Part 6. Dieses Let's Play habe ich vor genau einem Jahr angefangen und habe bei Part 5 aufgehört, weil die Qualität für den Arsch war, ich überhaupt keinen Bock hatte, was zu machen. Und momentan bin ich ja wieder drin und jetzt wird das Let's Play fortgeführt. Monster Hunter ist vorbei. Und als nächstes werde ich Spirit Tracks und Phantom Hourglass zu Ende bringen. Also heiße ich euch willkommen zu Part 6 von Phantom Hourglass. Da ich nicht mehr so viel Ahnung hatte, was ich machen wollte, müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier überhaupt jetzt mal alles hier? Also hier ist noch gar nichts, alles klar. Wie weit sind wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall den ersten Tempel gemacht, weil wir den Lichtgeist haben. Alles klar. Also, wer das hier noch sehen will, die Playlist existiert schon. Die ersten 5 Parts vor einem Jahr sind nicht so gut, sage ich gleich. Die Qualität ist scheiße, die Mikroqualität ist kacke, jetzt ist halt besser. Aber ich würde sagen, ich fahre mal los. Denn ich weiß genau, wir haben uns die Kanone, glaube ich, als letztes geholt. Oder haben wir doch? Ja, haben wir. Also, ich weiß gar nicht, wollte ich nochmal zu Terry? Ich glaube ja, ne? Da, 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 da. Wo sind eigentlich meine Herzen? Na, die Herzen von dem Boot sind ja, ist ja klar, vier Stück. Will ich aber, meine ich aber eigentlich nicht. So, Terry, komm mal her, du Sau. Ja, hier möchte ich an Bord gehen. Wie viele Rubine habe ich denn? Wertergasse, Terrys Laden, findest du alles? Ich habe eine Gesamtpunkte von 1? Was? Okay, ich habe gar kein Geld. 150. Nee. Okay. Nee, nee, dann bleib mal doch weg. Tschüss. Lass mich mal in Ruhe, ey. Haben wir denn schon die See... Was für Seekarten haben wir denn? Wir haben die schon. Würde ich sagen jetzt... Ich gehe mal hier unten hin. Da möchte ich gerne hin. Obwohl, kann ich noch... Bringt mir noch gar nichts, ne? Ich habe ja noch keinen... Aber wir müssen trotzdem dahin. Denn ich möchte gerne mal dahin. Ich weiß, die Zelda-Musik nimmt mich immer so mit, ey. Da ist man immer veranlagt mitzusummen. So geil. Ja, mit dem Frosch kann man noch nichts anfangen. Was? Hindernis zum Springen? Oh, au. Ups. Sorry, habe ich nicht gesehen. Ich war gerade abgelenkt. Macht Spaß, nicht wahr? Ja, weil hier sind wir nämlich noch mit Kapitän Linebeck unterwegs. Jetzt mal gucken, erstmal, da unten ist nämlich ein Schiff des Reisenden, von dem müssten wir... Oh Gott, ein Feind! Schieß ihn ab, scheiß fliegender Fisch. Bei dem müssten wir Schätze bekommen, wenn wir ihm helfen auf seinem Schiff. Die X markieren halt Schätze, die können wir aber noch nicht bergen, weil wir noch keinen Bergungsarm haben. Ich glaube ja, auf der Insel war ich auch noch nicht. Also auf der, wo wir jetzt gerade fliegend vorbeifahren, auf der da vorne. Und zwischen den drei Steinen, da müssen wir auch mal nochmal zwischenfahren. Da wartet nämlich auch eine Überraschung auf uns. Haust du ab! Weg mit dir! Blöder Kraken. Weg mit dir! Oh, was fahren wir denn hier für einen Umweg, ey? Ah, nee. Ich bestimmt, ich wollte erst da oben hin. Nee, nee, meine Schuld, mein Fehler. Ich werde schon wieder verkloppt von euch, ey. Ich schreibe mir dann, ey, welche ganze Zeit mitsumme. Ich kann es aber nicht ändern. Es tut mir leid. Oh mein Gott, flieg noch ein Fliegerfisch. So, da sind wir. An Bord des Schiffes gehen, jawohl. So,
So, wie sieht's aus? Wir haben den Boomerang. Und hier sind Feinde! So, alle killen. Tschüss. Noch was hier unten. Alles voll hier mit den Viechern. Moblins, ey. So. Ey, du da, wach mal auf. Ich hab ja alles geklärt. Stell dich tot. Stell dich tot. Alter! Ich bin freundlich! Geh weg! Weg von mir! Nein, Mann! Ich hab dich gerettet! Jetzt komm, steh auf hier! Wie lästig! Hey, was? Flup! Oh, wat? Die Monster sind schon lange fort? Ja, nichts besser, als sich totzustellen, wenn Monster in der Nähe sind. Mir scheint, das ist das erste Mal, dass wir uns treffen. Ich gehöre zur Marinentruppe, mein Name ist Naiv. Was ein schöner Name, ey. Um den Frieden auf dem Meer zu bewahren, patrouilliere ich Tag und Nacht. Schön, dich kennenzulernen. Oh, und hier, das ist dafür, dass du mir geholfen hast. Du hast eine Zora-Schuppe erhalten. Diese glitzernde, seltene Schuppe stammt von einem Zora. Bist du glücklich? Du bist glücklich, oder? Hehehe, es gibt niemanden, der sich nicht über Geschenke freut. Ja, und pro Tag kann man dem Typen jetzt einmal helfen und dann gibt er ihm immer irgendwie eine random Anzahl von Geschenken, die man halt benutzen kann, um... Ja, was nochmal? Ich glaube, die konnte man verkaufen. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Das Spiel ist schon eine Ewigkeit her. Ich meine, das letzte Mal habe ich es vor einem Jahr gespielt. Und das auch nur die 5 Parts. Was ist jetzt los? Oh, wir haben eine neue Insel entdeckt. Achso. Was ist das? Schau da, diese Insel ist nicht auf unserer Karte verzeichnet. Sulux, und es sieht so aus, als könnten wir dort anlegen. Da, ich habe sie auf unserer Karte eingezeichnet. Wollen wir Kurs auf sie nehmen? Ja, möchte ich. Ich möchte auch gucken, was da ist. Ciela, oder wie du heißt. Hinda, was könnte das sein? Ach ja, mal schauen. Was erwartet uns hier? Unbekannte neues Gebiet. Insel der Lichtgeister. Hä? Wir haben doch erst einen. Ey, Limek, stammeln die so an. Bitte. Bitte. Okay. Der Briefkasten wackelt. Eilpost! Pass auf, ich komme! Das ist ein Brief von Astrid. Dann lese ich mal. Warum liest du meine Post, du Sack? Lieber Sulux, danke für deine Hilfe gestern. Ja, gestern, ne? Das ist... Ja, gestern ist gut gesagt, ne? Das ist ja schon ein bisschen her, lange her. Ein paar... würde sagen, so 380, 390 Tage könnte schon her sein. Also gestern... Wie sehr ich auch versuche, meinen Dank in Worte zu fassen. Es will mir einfach nicht gelingen. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, bitte komm zur Insel des Feuers. Es gibt nicht viel, was ich für dich tun kann. Aber so kann ich dir doch zumindest den Weg zeigen, wenn du dich verirrt hast. Liebe Grüße, Astrid. Und so endet der Brief. Hast du alles verstanden? Dann bin ich weg. Tschüss. Ja, also sie bedankt sich, dass wir ihr gestern geholfen haben. Ja, das wäre schön, ne? Das ist ja schon ein Weilchen her, sag ich mal. Was ist denn jetzt hier? Oh mein Gott! Weg mit euch! Was seid ihr denn? Scheiß Schleime, hol ab! Wie das hier flimmert, ey. Das ist ja schlimm, ey. Immer wenn ich hier laufe. Oh, eine Schatztruhe. Du hast einen Muttropfen erhalten. Die müssen wir sammeln. Die verstärken später nämlich unsere Lichtgeister, wenn wir 10 Stück davon haben und einmal, wenn wir 20 haben. Und was ist das hier drüben? Steine. Ah, da schießen sie also mit den Steinen. Wie hießen sie nochmal hier? Mein Gott. Octorox. Da will man den Namen schon wieder vergessen. Was haben wir denn hier? Der Schrein auf der Insel der Lichtgeister. Die Lichtgeistdiener kamen vor langer Zeit hierher auf der Suche nach einem Weg, das Böse zu besiegen. Die drei Lichtgeister benutzen Lichtgeisttropfen, um die Macht zu erlangen, die sie brauchen. Dann gehen wir mal rein. Wollen mal gucken. Was haben wir denn hier? Zehn Lichtgeisttropfen geben dem Lichtgeist große Kraft. 20 Lichtgeisttropfen sind vonnöten, um seine volle Kraft hervorzubringen. Was haben wir hier? Hallo? Rüste dich mit erstarkten Lichtgeistern aus, um deine eigene Fähigkeit zu verbessern.
Öffne deine Sammlung und berühre das Lichtgeist-Symbol, um einen Lichtgeist auszuwählen. Wenn du denselbigen Lichtgeist ein zweites Mal berührst, legst du ihn wieder ab. Du kannst die Lichtkraft des Geistes nur benutzen, wenn du ihn gewählt hast. Merk dir das. Naja, und sobald wir genug Tropfen haben. Wir haben ja erst 2 Krafttropfen und einen Muttropfen. Das heißt, das kann noch ein bisschen dauern. Hallo? Sylux. Ich bin die Dienerin der Göttin der Lichtgeister, die in dieser Quelle wohnt. Ich habe schon auf dich gewartet. Der Lichtgeist, der mit dir reist, hat noch nicht sein volles Potenzial entfaltet. Um seine Kraft zurückzugewinnen, musst du die Lichtgeisttropfen finden, die in aller Welt verteilt sind. Dann musst du sie hierher bringen. Sammle diese und der Lichtgeist entfaltet seine wahre Stärke. Dann wird er bei deinem Abenteuer sogar noch nützlicher sein. Welche Lichtgeisttropfen willst du darreichen? Nein, noch keinen. Mögen dich die Lichtgeister beschützen, wo auch immer du hingehst. Alles klar, das heißt, das ist hier der Ort, an dem wir uns hinbegeben sollten, sobald wir mehr Lichtgeisttropfen gesammelt haben. Dann wissen wir Bescheid. Hier verstärken wir also unsere Lichtgeister, die uns dann bestimmte Powers... bestimmte Powers geben. Bestimmte Kräfte geben. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal Dampf und Vollgas auf die nächste Insel, die hier noch ist. Und zwar hier oben. Insel Molude. Den Weg hier oben hatten wir noch nicht, ne? Ups, falsch, hier war ich drauf. Gut, wir haben es ja schon erschlüsselt. Waren wir hier schon durch? Sag mal. Ne, wir waren ja noch nicht drauf. Dann noch nicht. Bam, badabam. Insel Molude. Nicht das erste Mal. Wir können nicht durch den Nebel navigieren. Also was sollen wir tun? Wir müssen durch den Nebel, um zu den Wappen auf der Karte zu kommen. Weiß zwar nicht wohin, aber willst du auslaufen? Wir sind gerade erst angekommen. Ich möchte noch nicht weg. Dann kümmere dich um dein Kram und lass uns bald losfahren. Oh, du arroganter Schnösel, du. Wer bist du denn? Hey, dich habe ich ja noch nie gesehen. Wir kommen auf der Insel Molude. Einige der Inselbewohner sind fort, fischen. Aber viele sind auch hier am Arbeiten. Hast du das nördliche Meer in letzter Zeit gesehen? Dieser furchtbare Nebel. Das Geisterschiff, furchteinflößend. Besser nicht an das nördliche Meer denken. Oder du machst dir vor Angst ins Hemd. Ich habe eine Tunika an und kein Hemd. Kann man da nicht reinmachen, Mensch. Schiffsfahrt... mit 3F. Schifffahrtstagebuch Nummer 1. Hab versucht, durch die nebelige Passage in dem nördlichen Meer zu segeln, aber es hat nicht geklappt. Ich bin immer wieder zu meinem Ausgangspunkt zurückgelangt, also habe ich meine Reise aufgegeben. Die Dinger markieren wir uns mal, die sind nämlich noch wichtig. Mit dem ganzen Kreis. So, was haben wir denn hier? Ein Krug. Hier ist wohl einer der Dorfbewohner, der fischen gegangen ist. Wer bist du denn? Bist du in diese neblige Passage gesegelt? Ja, sind wir. Egal was du machst, es scheint keinen Weg hindurch zu geben, nicht wahr? Jedes Mal, wenn du in diesem verfluchten Nebel trotzt, wirst du zurück zu deinem Ausgangspunkt geschickt. Aber Romanis Vater, der im Haus zu Rechten wohnte, soll es durch den Nebel geschafft haben. Vor kurzem wurde in dem Nebel das Geisterschiff gesichtet. Deswegen traut sich niemand mehr hinein. Ja, da sind wir ja gerade auf dem Weg hin. Wir wollen es ja aufspüren. Wir müssen ja dahin. Da unsere Freundin Tetra ja versteinert wurde und drauf gefangen wurde. Deshalb. Es ist wichtig. Wir müssen dahin. Eine kostenlose Truhe, die nehmen wir mit. Ja, ein Goron-Bernstein, klar, gerne nehmen wir einen Schatz mit. Free Gifts immer gerne. Schifffahrtstagebuch Nummer 2. Ich habe es durch den Nebel des nördlichen Meeres geschafft und eine Insel entdeckt. Was für ein unwirtlicher Ort, verwüstet vom Wind. Wie hätte ich sie anders nennen können als Insel des Windes? Also scheinbar... wieder das Falsche. Scheinbar die Insel hier mit dem Zeichen drauf, die hier. Das ist dann scheinbar die Insel des Windes. Alles klar, gut zu wissen. Na, Freddy? Ich meine, hallo? Oh, sieh dir nur diese Steintafel an.
Der Typ, der hier in der Nähe wohnt, Romani, hatte einen Vater, der vier davon hier verteilt hat. Die Zeugen von seiner Reise zur Insel des Windes, aber uns stören sie bloß. Wieso stören die euch? Ich finde, die sind voll cool. Beim Laden mal gucken. Und wieder rausgehen, weil da ist nichts. Da ist zwar ein Krafttropfen, aber den können wir uns nicht holen. Weil der ist viel zu teuer. Der kostet euch 500 Rubine und wir haben ja gar nichts. Ist hier sonst noch was? Nö. Hallo. Was? Ihr wollt zu der Insel im nördlichen Meer segeln? Mein Mann nannte diesen Ort die Insel des Windes. Er hat immer davon erzählt, dass er diese Insel besucht hat. Mein Mann war einst zufrieden, damit ein Fischer zu sein, bis er diesen Ort verlassen hat. Er suchte nach unbekannten Ländern, zumindest hat er das gesagt, als er uns schließlich verlassen hat. Er weigerte sich zu arbeiten und ruinierte stattdessen sein Boot, indem er es wiederholt mit dem nördlichen Nebel aufnahm. Das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben, ist über ein Jahr her. Über ein Jahr her? Das erinnert mich an was anderes. Mein Sohn Romani, der im Moment zu Hause ist, könnte vielleicht mehr wissen. Aber der Junge hat auch schon ewig nicht mehr gearbeitet. Er ist sauer auf seinen Vater, glaube ich. Er regt sich vielleicht auf, wenn du die Insel des Windes erwähnst. Darf ich hier rein? Was ist jetzt los? Junger Mann! Du darfst nicht in diese Höhle gehen. Gefährliche Monster wurden dort gesichtet. Sei ein braver Junge, halt dich fern von der Höhle. Ich bin doch bewaffnet, Ma'am. Es tut mir leid, ich gehe hier rein. Ich mache ja schon. Hi! Sorry. Na, wer bist du denn? Brauchst du etwas kleiner? Ja? Du willst zur Insel des Windes reisen? Bitte sag mir nicht, dass du auch deinen Traum verwirklichen und die Romantik finden willst. Romantik? Ach, vergiss es. Bäh, Romantik, weil ich ja schon höre. Du solltest lieber hier bleiben und die Insel des Windes vergessen. Aber nein. Brauchst du etwas? Ja. Du bist auch so ein Romantiker. Wenn ich das Wort Romantik höre, schlecht. Was ist denn die Romantik, die du suchst? Stillt Romantik deinen Hunger? Kann Romantik eine Familie ernähren? Mit Romantik allein kann man nicht überleben. Und reich wird man auch nicht davon. Ich weiß was Besseres. Daheim bleiben, Käse essen. Das ist Leben. Jedenfalls erwähne in meiner Gegenwart nicht die Insel des Windes. Hast du das verstanden? Dann verzieh dich. Okay, ich gehe ja schon. Tut mir leid. Warte, Kleiner, komm zurück! Ja, ich komme ja schon. Was denn jetzt schon wieder? Willst du dich entschuldigen oder was? Tut mir leid, dass ich alles an dir ausgelassen habe, Kleiner. Mein Vater brabbelte immer von Romantik und Träumen und hat nicht mehr gearbeitet, sondern nur noch seine Abenteuer im Kopf gehabt. Das hat mich aufgeregt. Es stimmt, mein Vater hat davon erzählt, wie er durch den Nebel gelangte und die Insel des Windes sah. Er sagte etwas über eine bestimmte Route, um durch den Nebel zu gelangen, aber er ist der Einzige, der diese Route kennt. Da ist eine Höhle hinter unserem Haus, in der mein Vater sich immer verkrochen hat. Er nannte es ein Refugium. Vielleicht findest du dort einen Hinweis, aber pass auf dich auf. In der Höhle ist es sehr gefährlich, Kleiner. Ach, gefährlich ist mein zweiter Vorname. Auf in die Höhle. Ey, was ist denn jetzt los? Junger Mann, du darfst nicht in diese Höhle. Bleib mir, sehr braver Junge. Oh, wie? Nun, wenn mein Sohn sagt, das sei in Ordnung, dann geh hinein. Du lässt dich ja sowieso nicht aufhalten, oder? Aber bitte tu nichts zu Gefährliches. Ach so, wenn dein Sohn das sagt, darf ich da reingehen. Aber ansonsten nicht. Böse, einfach nur böse. Was haben wir hier? Ein Schleimi. Noch ein Schleimi. Noch ein Schleimi. Felsen. Eine Fledermaus. Müssen wir gleich mal wegrotzen hier. Ah. Boah, ich hasse diese Viecher. Herzchen! Nein! Hau ab. Weg mit dir. Hallo? Wieso ist die Tür verschlossen? Eine Truhe, wo ich noch nicht rankomme. Hallo? Was ist jetzt los? Oh mein Gott! Ih, eine Echse! Betäuben mit dem Bumerang und dann auf den Rücken. Zack, 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 zack. Und tot. So ein Lappen ist das. Oh, er hat einen Zwacken fallen lassen. Geil, 20 Rubine. Die nehme ich mal gerne mit. Ein bisschen Taschengeld ist immer gut. Ein Octorok, noch ein Octorok und wahrscheinlich noch einer. Ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Oder vier. Frisst das. Komm, ich werf dir noch einen Krugankopf. Tschüss. Flupp. So, weg mit euch Fledermäusen. Euch braucht keiner, ihr seid einfach nur störende Friede. Hier gibt's
eine Bombe. Hier können wir durch den Weg frei bomben. Da haben wir eine Höhle gleich freigelegt. Alles klar, aber was uns in dieser Höhle erwartet, erfahren wir im nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Dann abonniert ihr mich einfach, schaut in die Playlist und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es heißt The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ich meine Phantom Hourglass. Ups, sorry. Bis dahin, ciao.